Revi will sich Frau Bra klären. Was war denn da los? Man weiß es nicht, meine Freunde. Schauen wir in die Kommentare. Revi, Frau Bra, soll ich dir meine Schüler sind Minderjährige bei mir? Nee, dann nicht. Ja, das musste ich sagen. Da schauen wir doch mal in die Folge rein und holen uns hier den Reaction-Content raus für den Kanal. Auf geht's! Eins vorneweg. Krass Klassenfahrt ist eine Comedy-Serie von uns YouTubern produziert. Auf Stefan Raab angelehnt. Was war denn da los, Mann? Weiß ich nicht, nicht wahr? Wir parodieren dabei diverse Trash-TV-Sendungen. Aber selbstverständlich handelt es sich dabei um eine echte Schulklasse, die echt natürlich, auf Klassenfahrt ganz fährt. Klar. Ist doch logisch. Moonwolf. Reino Schesch. Es geht mir um das Selbstbewusstsein der Frau und dass jede sich kleiden kann, wie sie möchte. Und wenn sie einen OnlyFans-Account machen will, dann soll sie das halt machen. Mein Gott, Alter, macht alle, was ihr wollt, ist es egal. Ich hab da im Gebüsch einen Hund gefunden. Das sind die Worte unserer neuen Göttin. Nach denen werden wir uns jetzt richten. Du Ausländer-Schlampe, was suchst du überhaupt in unserem Land? Oh, da ist er, der Chef vom Dienst. Frau Bra! Dass wir hier zusammen Vierer haben. Peter Akani. Ist das verführerisch? Ist das verführerisch? Georg, du widerst mich an. Same. Mach deinen Hosenstall zu. Ja, so ist gut, so ist gut. Georg! Ich hab übrigens nicht mitbekommen, wie dieser Detektiv da hingekommen ist. Der ist einfach gespawnt, mäßig. Es gibt 1000 Gründe, dich zu verdächtigen. Wirklich 1000 Gründe. Also, was ist dein Alibi? Komm, ja? Dick Georg, erzähl doch mal. Also, ich war zwar da, aber ich hab damit absolut gar nichts zu tun. Wirklich, ja, komm. Weißt du, du hast ziemlich Dreck am Stecken. Mhm. Steckst so tief in der Scheiße. So, so ein Ding. So tief steckst du in der Scheiße. Ja, Georg. Ich sag dir auch wieso. Ja. Vor ein paar Tagen haben sich mehrere Leute gesehen, wie du dich lautstark mit Hortensia gestritten hast. Aha. Ja, ich sag dir, was dein Motiv war. Willst du es wissen? Willst du dein Motiv wissen, ja? Du bist geil auf sie. Sie aber nicht auf dich, weil du ein scheiß Nerd bist. Ein stinkender Nerd. Irgendwie nimmt dieser Detektiv seine Rolle ein bisschen zu ernst. Also. Der auf Bäume steht, hast einen Baumfetisch. Weiß hier jeder. Weiß jeder, dass du deine Nudeln an Bäume reibst. Steht hier alles drin. Ich hab's gefilmt. Ich hab's gefilmt. Alter, entspann die Junge. Also. Ich. Ah, fetter Garni. Okay, warte, lass einfach gucken, dass sie nicht rein ist. Frau Bra darf uns nicht erwischen. Mhm. Bleib hier, okay? Natürlich kommt sie jetzt. Oh, guck mal, da ist Jojo. Ah, guck mal, zurückgeblieben da im Wald. Kennst du Jojo? Nee, nur Tesla hat mir erzählt, dass er ein lieber Junge sein soll. Hm. Hey. Hi. Lass mich in Ruhe. Was ist los? Gar nicht. Was ist denn passiert? Alle Mädchen finden mich doof. Kenn ich. Ach, das glaube ich nicht. Doch, ist aber so. Vielleicht haben wir was, womit wir dich aufhalten können. Kuss, egal. Komm, komm her! Fette Akani. Ein Hündchen. Sit. Schau mal. Hallo. Sitzt, der Hund macht Platz. Top. Oh. Ja, schau mal. Sieht voll spannend aus. Voll cool. Mhm. Geht's dir schon besser? Ja, mega. Hey, ich hab mega krasse Depressionen und meine Freunde, die hassen mich alle und keine Frau mag mich. Oh, ein Hund! Ich bin geheilt! Die Aufheiterung. Alter, ich wollte schon immer einen Hund haben und jetzt haben die beiden Mädchen einen gefunden. Meine Eltern haben mir damals einen Therapiehund gekauft. Aber als sie herausgefunden haben, dass der meine Hausaufgaben für mich erledigt und mein Zimmer für mich aufräumt, haben sie ihn zum Metzger gebracht. Scheiße. Der Whirlpool ist nach wie vor immer noch leer. Ein Vierer?
Träumig? Hallo. Tesla, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Naja, doch. Also, es sind doch unsere Körper und wir müssen uns nicht verstecken. Wir müssen wie Bitches leben, so wie Katja es uns sagt. Macht alle. Macht alle, was ihr wollt. Es ist mir egal. Hortensia? Jesus, ihr habt doch recht. Also ich bin ja für moderne Frauen und so und dass wir machen, worauf wir Bock haben, aber Leute, wir müssen uns doch nicht so billig geben und nicht mit ihm schlafen. Der kann ja auch dafür bezahlen. Also ich bin raus. Jetzt ein Dreier? Also so meinte ich das jetzt auch nicht. Du kannst jetzt auch verpissen. Okay, dann gucke ich mir halt einen frauenfreundlichen Porno an. Kein Bock auf sowas, ganz ehrlich. Oh, verdammte ganz weird. Ganz weird. Okay, ich zeig dir jetzt eine ganz, ganz wichtige Lektion, ja? Okay, das ist Chatten mit Girls. Mhm. Okay, krass. Es ist super wichtig, ja. Mhm. Es ist im Endeffekt fast noch wichtiger, als sie anzusprechen. Okay. Grundsätzlich erstmal eine Grundregel beim Chatten. Immer abfällig und disrespekten, wird der jetzt sagen, wahrscheinlich, oder? Frauen wie Schmutz behandeln. Schmutz, Digga, weg, 3 Wochen weg mit der. Sie okay. Mögen das, sie stehen drauf, vertrau mir. Sie kommen, normalerweise, du kannst vielleicht eine Frau einmal haben, wenn du sie wie Schmutz behandelst, sie kommen immer wieder angekrochen. Vertrau mir, okay? Okay. Merk dir das, das ist wichtig. Ja? Alles klar, Frauen wie Dreck behandeln, ja. Wie Dreck behandeln, ja? Ja. Okay. Weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt. Ich zeig dir jetzt mal 2, 3 Beispiele, was ganz, ganz wichtig ist, ja? Also zum Beispiel hier bei diesem Chat. Oh, die sieht gut aus. Ja. Sie hat geschrieben, kann ich heute Abend noch vorbeikommen? Mhm. Ich habe geantwortet, nein, hab schon eine Bitch bei mir. Da wird ja jede Frau sagen, ach, komm ich halt morgen oder hey, kann ich vielleicht mitmachen? Wahrscheinlich passiert das. Die wird jedes Mal kommen, sobald ich ihr schreibe. Ah, krass. Nach dem Chat, hast du verstanden? Ja, ja. Das ist ein Mindset, was du haben musst. Das ist krass, ja. Es geht alles nur ums Mindset. Verstehst du dich? Du bist auf der Zugspitze und du willst auf dem Mount Everest. Du musst erstmal hustlen. Der Justin hat's mir auch gesagt. Es geht ursprünglicherweise geht's nur ums Mindset, verstehst du? Alles klar. Jetzt kommen wir zum nächsten Chat. Also hier. Der habe ich seit 2 Tagen nicht geantwortet. Oh, die hat 2 blaue Haken seit 2 Tagen, die wird verrückt. Krass, ja. Die wird wahnsinnig. Ja. Oder der ist einfach scheißegal. Ich werde auch mal verrückt, wenn mir niemand antwortet, ja. Und ich werde erst in der Woche antworten oder so. Okay, krass. Und dann kommt die immer, wann ich will. Und macht mit mir, was ich will. Das habe ich noch nie erlebt, sowas. Alles klar, und jetzt kommen wir zum Wichtigsten. Snapchat. Oh, okay. Hast du Snapchat? Okay. Ja, ja. Ja. Immer grundsätzlich Frauen zweideutig schreiben. Ja? Aha. Verlang nach dir. Immer zweideutig schreiben. Denen, die sollen dir Nacktbilder schicken. Okay. Die wollen Sex mit dir haben. Okay. Ja? Ja. Und wenn sie dir dann Nudes schicken, Unterwäschebilder, ja. Einfach Screenshot. Die sehen das zwar, aber die feiern das. Ich finde das. Hallo, ihr zwei. Die feiern das, ja, ja, genau. Stanley, dich habe ich gesucht. Wie findest du mein Outfit von heute? Hä? Das ist richtig schön, sie sehen richtig, richtig gut aus. Danke vielmals. Ich bekomme jetzt bald Besuch, deswegen. Ja, aber ihr zwei könnt gleich eure Mitschüler mitteilen, dass ab heute wieder was für die Schule gemacht wird. Und zwar das Biologie-Experiment zur Entomofauna in gemäßigsten Zonen geht jetzt los. Und das ist jetzt so, dass wer bis zu Ende der Klassenfahrt das spannende Insekt gefunden hat. Ich verstehe nicht, was sie sagt. Ich verstehe es nicht. Und noch zusätzlich ein Referat gemacht hat, eine Woche lang keine Hausaufgaben mehr machen muss. Keine Hausaufgaben? Gar keine Hausaufgaben mehr. Genau, das könnt ihr gerne eure Mitschüler jetzt mitteilen und ansonsten sehen wir uns das später nochmal. Also wir gehen jetzt raus und suchen Insekten erst. Aber ist doch eh egal. Ich meine, die sind doch... Murks, Marc. Die sind doch eh schon seit 8 Monaten auf Klassenfahrt, also die machen doch eh keine Hausaufgaben, oder? Genau, okay, so viele Insekten suchen, wie ihr wollt und dann, ja, schauen wir mal, wer das Spannende gefunden hat, ne? Ja. Wer das spannendste Insekt gefunden hat, ich habe hier eine Ameise, oder ich habe eine giftige Kreuz, die hat mich gerade gebissen, ich werde ohnmächtig. Okay. Danke. Alter, eine Woche keine Hausaufgaben machen, das ist fast so geil wie Sex mit der Schwiegermutter von der Freundin, oder? Sex von der Schwiegermutter, Freunde. Der Schwiegermutter. If I could go back and make things. Sex mit der Schwiegermutter von der Freundin. Gut. Im Saarland. Was willst du? Schöner Baum, wo du jetzt stehst.
Soll ich da meinen Schwanz reinstecken? Wir haben schon alles gesagt. Ich würde gerne noch ein letztes Mal mit dir reden, wenn das okay ist. Okay. Also, ich will nur, dass du weißt, dass ich das nur, wirklich nur gemacht habe, weil ich endlich mal dazugehören wollte. Ich wollte Stanley beeindrucken. Ich wollte einfach, dass Mädchen wie du mich mal irgendwie... Er macht den Winnie-Pudlecker rein den Honigdachs ins Astloch. Annimmt. Und Georg, ich fand dich interessant, bevor du dich als komplettes Arschloch entpuppt hast. Ja. Ich verstehe einfach nicht, warum ihr Männer immer denkt, ihr müsstet euch wie Wichser verhalten, um unser Interesse zu erregen. Weißt du, das ist das perfekte Beispiel dafür. Ich entschuldige mich, ich stehe zu meinen Fehlern. Ja. Und du siehst mal wieder nur den weich gewordenen Georg, den du auch schon früher immer ignoriert hast. Ja. Wirklich. Jetzt reicht's ihm nämlich. Georg, hau mal auf den Tisch jetzt hier, Digga. Da waren die nicht. Dieses Schnittbild ist nicht da entstanden, wo Klaas Krassenfahrt gedreht worden ist. Ah, Jungs, schneid einfach. Komm, schneid einfach mal ein paar Bilder vom Kölner Dom dazwischen. Nimmst noch ein bisschen Kotti mit dazu. Ja, scheiß da drauf, komm. Klaas Krassenfahrt liegt? Ist das alles nicht real? Ganz natürlich. Hallo! Alles okay bei dir? Ja. Ist gut. Hast du zufällig so einen kleinen Hund gesehen? Nee. Hab ich getötet. Oh. Ja. Nein. Nee, auf jeden Fall habe ich ihn nicht gesehen. Eine Frage, und zwar, ich habe irgendwie von so einem anonymen Nutzer oder so eine Sprachnachricht bekommen. Wisst ihr vielleicht, wer es ist, weil es ist ja euer Haus. Deine Ausländerschlampe. Was suchst du überhaupt in unserem Land? Wer sagt das? Der Einzige, der das sagen darf, bin ich. Ja, genau. Und ich weiß halt echt nicht, was war so. Wisst ihr es vielleicht? Leider nicht. Also die Stimme kommt mir tatsächlich nicht bekannt vor. Super Momo, ich war heute sogar noch in Schwäbisch Gmünd. Okay. Ich bin entsetzt. Ja, ich auch. Ich finde es richtig krass. Viel Glück beim Suchen, ja ich gehe da. Tim ist sehr bedrückt, man sieht das. Es ist krass. Es ist wirklich, es ist krass. Es tut mir weh. Es ist krass, krass. Und da lang. Okay. Viel Glück noch. Danke. Man, tschüss. Tschüss. Would you rather stay right here? Make everything disappear? Can play my favorite song? Put your rose-colored glasses on. Hey Lorena. Hey. Ich wollte noch mal mit dir reden wegen diesem Vorfall am Whirlpool. Ja? Schieß los. Ja, okay. Hallo Mädels. Hallo, hi. Geht's euch gut? Wo taucht ihr eigentlich immer auf, Digga? Wo rennt Frau Bra die ganze Zeit rum? Ja? Ja, mir geht's auch super. Ich bekomme heute nämlich Besuch. Deswegen habt ihr heute die Ehre anzufangen mit dem Biologieprojekt. Könnt ihr mir gerne schon anfangen und ja, dann sprechen wir morgen darüber. Ihr könnt mit dem Biologieprojekt anfangen. Könnt einfach anfangen, also macht einfach. Falls ihr Fragen habt, am besten heute nicht auf mich zukommen, weil ich heute beschäftigt bin. Aber ansonsten sehen wir uns später noch beim Abendessen, okay? Besuch bekommt sie also. Naja, aber ich habe noch eine ganz kurze Frage, bevor ich jetzt einfach so gehe. Ich habe mitbekommen, dass ihr euch beide gegenseitig Bitches nennt. Ist das so? Ja. Nein. Alles klar. Wisst ihr eigentlich, was der Begriff Bitch bedeutet? Mhm. Nee. Frauen können durch diesen Begriff nämlich mit zwei Dingen assoziiert werden. Okay. Einerseits triebhaftes Verhalten, wie bei einem steuernden Hund, also eher negativ behaftet. Okay. Andererseits Bissigkeit und Rangordnungskämpfe halt wie bei den Hunden. Naja, aber genau darum geht es ja, gegen Hierarchien ankämpfen und dass Frauen sich Männern nicht unterwerfen müssen. Ich bin genau deiner Meinung, genau das ist, was ich dir eigentlich mitteilen wollte, genau. Tesla. Aber Tesla, ist das dein Gedanke zum Ankämpfen von Rangordnung? Ich meine, du spielst ja voll mit der Sexualisierung und ja. Warum wird es auf einmal so deep, Digga? Das ist krass Klassenfahrt. Ich habe nie das Ethikseminar dritte Semester gewählt. Was geht hier ab? Du provozierst halt wirklich sehr. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, denkt doch bitte einfach mal darüber nach. Und ich wünsche euch Wieso macht ihr die Knöpfe zu? Warum macht ihr die Knöpfe zu? Schönen Tag und wir sehen uns dann am Abend, okay? Okay. Okay, bis dann. Du hast versucht, einen Adler, der fliegen will, willst du einsperren? Halt deine Fresse. Ciao. Simple GRF, danke schön für deinen Zap. Na, auf jeden Fall wollte ich noch sagen, dass es ja mit dem Whirlpool noch was zu klären gab. Ja. Okay.
Oh, fetter Gani. Glaubt ihr, dass Pommes irgendwann richtige Kunststücke können wird? Nein. Vielleicht kann sie ja schon ein paar. Wirklich? Das wäre der Hammer. Dann kann sie im Zirkus auftreten. Mit uns zusammen. Oder auf YouTube. Ich habe mal gesehen, einige Hunde haben eigene Instagram-Seiten. Absolut verrückt. Hi, Georg. Hi. Süß. Ich wollte nur fragen, ob einer von euch... Der fragt ja auch gar nicht, wo der Hund her ist. Der nimmt es einfach hin. Vielleicht ein Paket schon gefunden oder gesehen hat. Oder ob man... Also ich erwarte Merch von Unsympathisch TV. Und sollte irgendwie jetzt bald demnächst mal ankommen. Ein Paket einfach. Habt ihr... Ich glaube, der Postbote war noch nicht da. Nee. Nein. Hey, weird. Naja. Okay. Weird. Aber wenn du schon hier bist, wir müssen gleich bei dem Bio-Projekt weitermachen. Könntest du uns helfen? Ja klar, gerne. Das ist spannend. Aber hier zum Beispiel haben wir direkt schon einen Löwenzahn. Die sind unfassbar spannend. Die können echt einem Tag von einer Wunder... Hier sind richtig, richtige Tiere. Viel cooler als garstiger Löwenzahn. Garstiger Löwenzahn, Digga, also diese Rolle. Hey, ist doch nur der Kameramann. Alles gut. Die machen nichts. Ein anderes Thema. Habt ihr eigentlich einen Freund so? Also, ich führe eine Fernbeziehung. Mhm. Ah, spannend. Ja. Nein. Nein. Gut, da bin ich ja nicht der einzige verzweifelte Single hier. Ich glaube schon, doch. Ui, vielleicht ist doch nicht alles so schlimm, wie es aussieht. Und wenn morgen auch noch mein unsympathischer TV-Merch ankommt, dann bin ich wirklich auf Wolke 7. Ach, und Digga. Nebenbei, ich suche die Larve eines Borkenkäfers. Habt ihr vielleicht eine gesehen? Nee? Ja. Haben Borkenkäfer Larven? Georg ist wirklich so sympathisch. Ich finde die Klasse wirklich toll. Nala ist auch so, so lieb. Ja. Und Jojo geht super mit Pommes um. Ich fühle mich hier wirklich wohl. Das war nicht Pommes, das war Akani, der Stunthund. Oh, was passiert jetzt? Was passiert denn jetzt? Was passiert? Hey! Alter! Ein neuer, unglaublich gut aussehender Charakter betritt das Geschäftsfeld. Schön, dass du da bist. Ja, danke dir. Ja, aber du bist ein bisschen spät, ne? Du wolltest vor 3 Stunden schon da sein. Ist irgendwas passiert, oder? Ah, scheiß drauf, Digga. Nee, ich musste noch Kevin aus dem Weg räumen. Kevin? Ist egal. Ey, voll schön, dass ich... Ist richtig schön hier, ne? Ja, es freut mich voll auch, geil. Dass du da bist. Ich habe auch Sekt mitgebracht. Sollen wir was trinken? Es hat nur für Sekt gereicht. Champagner war aus deiner Tankstelle. Vielleicht oben aufs Zimmer oder so? Ich weiß nicht. Willst du vielleicht, dass ich dir meine Schüler zeige? Dass du sie mal kennenlernst? Sind da irgendwie noch Minderjährige dabei oder so? Nein, eigentlich nicht. Ja, dann scheiß drauf. Das musste ich sagen. Sie fanden das witzig. Ich habe gesagt, Dann nicht. Dann okay. Lass einfach. Ja. Dann gehen wir einfach raus. Ja, dann Zimmer. Gehen wir rein. Komm, let's go. Oh, da bin ich froh, dass ich irgendwann... Da, seht ihr das? So nicht mit meinem Arsch. Boah, dass ich irgendwo einen wegficken hier kann, Alter. Was? Ey, diese Produzenten von dieser Serie sind komplette Vollspasten. Ich meine, ich komme immer hier hin und klär mir die Lehre und hau ab. Jedes verdammte Mal, weißt du? So, also, das... Excuse me, was heißt denn jedes Mal? Ach, das... Nee, das ist so eine Floskel. Nice pickle, bro. Safe fängt man so einen Käfer, indem man das da draufschlägt, Digga. Ey, wie wär's, wenn du mit Tesla wieder anfängst? Boah, ja, Mann. Letztes Mal hat das echt nicht so gut funktioniert mit dem Blowjob. Was heißt denn anfangen? Irgendwann musst du ja wieder mit Girls was starten, hä? Ja, Mann. Er hat recht. Ja, aber das geht nicht mit Tesla, weil ich... Auf Animal Crossing Basis. Ich soll Lorena meine Freundin werden. Also in der heutigen Zeit gibt's keine ernstzunehmenden Beziehungen mehr. Der gesellschaftskritische Stanley am Start. Okay. Komm los! Alter, los, Mann, deine Chance. Knapp sie dir, ey. Der ist echt verrückt, Mann. Ey, kurz eine Frage. Warum gibst du ihm Tipps? Also das verstehe ich irgendwie nicht, weil du lässt ihn ja im Prinzip in dein Revier eindringen. Tesla und du? Das ist mir komplett egal. Ich habe meine Augen auf jemanden ganz anderen geworfen. Oh, jetzt kommt's. Auf Nala.
Ey, die ist ein TV-Star, Alter. Und hat eine Fernbeziehung. Die ist super easy zu klären. Alter. Denkst du? Ach, seit ein paar Tagen habe ich die im Bett, ich schwör's dir, Mann. Diese scheiß Insekten hier, echt, das ist so ein Müll. Ich weiß halt auch nicht, wann ich ihn das nächste Mal wiedersehen werde. Klar. Und keine Ahnung, also meinst du, es wäre vielleicht eine gute Idee, so eine Pause zu machen? Safe. Weißt du, das gibt mir hier so richtige Staffel 2-Vibes. Lorena, Tessa und ich sind die Boss-Bitches. Wir machen jetzt die Ansagen. So ein Ding, dominante Frauen, rein in die Olga. Bock auf Sex? Lass uns doch einfach küssen. Sicherlich nicht. Ihr Mädchen seid alle gleich, ihr seid alle Schlampen. Und ihr solltet auf das hören, was wir Männer euch sagen. So ist es doch, oder? Boah, ist das sauer, Digga. Ganz seltsam. Ja, wilde Geschichte, Leute, kann ich nicht mehr zu sagen. Ganz tolle Folge.